Derby morgen am Samstag, FC 08 Homburg gegen SV Elversberg an der Kaiserlinde. Timo, zunächst einmal die Frage, wie war die Trainingswoche? Wie haben sich die Jungs gezeigt? Kurz und bündig, gut. Finden wir gut, kurz und bündig. Dann direkt die nächste Frage, vielleicht kriegen wir es heute schnell durch. Was kannst du uns zum Gegner SV Elversberg sagen? Was erwartet uns morgen? Ja, ich glaube, dass die SV Elversberg von allen Mannschaftsteilen eine Top-Mannschaft ist in dieser Liga. Ist ja, glaube ich, auch vor der Saison als der Favorit gehandelt worden um den Aufstieg. Sind gut dabei, haben in den letzten 4 Spielen, wie gesagt, immer zu Null gespielt. Stehen sehr kompakt, haben eine individuelle Qualität, die sehr, sehr hoch ist. Und von daher, so ist jetzt einfach so kurz und bündig gesagt, wie Elversberg oder wie ich Elversberg sehe. Hat das Thema Derby für morgen eine Rolle gespielt? Allein dadurch, dass keine Zuschauer zugelassen, fehlt natürlich von den Rängen so ein bisschen das Feuer. Oder hast du das Thema ausgeklammert? Nö, das ist ein Derby, weil erstens mal ist es nicht weit weg. Zweitens, Elversberg-Homburg war immer ein Derby, war immer ein brisantes Derby. Und von daher ist es ein Derby, egal ob die Zuschauer jetzt da sind oder nicht. Schade, dass sie nicht da sind. Aber wir müssen es natürlich so annehmen, wie es ist. Und trotzdem sind wir heiß, trotzdem haben wir Bock auf das Spiel. Und da habe ich jetzt unter der Woche gar nichts gesehen, dass wir einen Tick weniger gemacht haben, sondern eher einen Tick mehr. Manchmal war es doch schon ein bisschen hektisch so im Training, weil wirklich jeder immer alles gibt und auch in jeden Zweikampf will. Aber lieber so als andersrum. Du hast selbst einige Zeit in Elversberg verbracht, erst als Spieler, danach auch als Trainer der U23. Hast du noch Kontakte zur SVE oder dich jetzt im Vorfeld ausgetauscht? Nee, also ausgetauscht gar nicht. Ich habe zwar noch Kontakt mit dem einen oder anderen von der Geschäftsstelle, aber jetzt speziell jetzt auch ein Spieler oder je nachdem ist Lukas Kohle ja der Einzige, der noch da ist, mit dem ich noch zusammen gespielt habe, gibt es ja keinen mehr. Zeugwart, die sehr, sehr nah an der Mannschaft waren, die sind auch alle leider nicht mehr da. Physiotherapeut ist noch da und das sind eigentlich so die Einzigen, mit denen man noch Kontakt hat, aber jetzt nicht vorm Spiel, sondern alle 3-4 Monate vielleicht mal ganz kurz ein SMS und das war's dann auch. Blicken wir auf unsere Mannschaft, natürlich auf die Kadersituation. Wie sieht's verletzungsbedingt aus und wie wollen wir die Partie morgen angehen? Was erwartest du von deinen Jungs morgen? Also erstens mal von meinen Jungs erwarte ich ein absolutes Engagement natürlich, wie in jedem Spiel. Das ist einfach unser Job. Wir müssen engagiert sein, wir müssen Laufbereitschaft an den Tag legen, Einstellung, Mentalität, das, was wir am Wochenende gezeigt haben, genauso will ich die Jungs sehen. Und dann natürlich das Spielerische, was wir uns natürlich ausgedacht haben, so wie auch in Pirmasens. Weil spielerisch sind wir auch immer wieder für ein Tor gut. Ein paar Automatismen, die müssen noch kommen, aber das sind wir im Training dabei. Und ansonsten, was auf uns zukommt, ja, natürlich eine starke Mannschaft, eine heimstarke Mannschaft, die aber zu Hause doch eventuell immer wieder mal auch ins Straucheln gekommen ist. Von daher, wir werden sehen. Vorher ist immer viel Gerede, Gelaber, wie das Spiel läuft. Man kann es nicht beeinflussen. Wir müssen auf uns schauen, wir schauen auf uns und das ist auch der Fokus. Und nochmal ganz kurz zurück zum Kader, verletzungsbedingt, die Langzeitverletzten werden weiter ausfallen, hat sich sonst noch was ergeben? Stimmt, habe ich vergessen, Langzeitverletzten, klar, ist klar, Hoffi ist immer noch angeschlagen, es wird wahrscheinlich morgen nichts und dann kommt noch Damian dazu, der eine leichte, eine Überdehnung des Innenbandes hat im Knie, er hat gestern nicht trainiert, wir warten es zwar heute mal ab, aber sieht jetzt gerade nicht so gut aus. Danke dir, Timo, wünschen wir morgen viel Glück und wir sehen uns nach dem Spiel. Danke. Danke. Dankeschön.